Also diese Studie an Greifvögeln, am Mäusebussard ganz speziell, zeichnet aus. Sie ist eine Langzeitstudie, läuft über Jahrzehnte und sie schlägt die Brücke vom Individuum. Was macht das Individuum aus? Bis zur Populationsökologie bedeutet also, wir verstehen eben Phänomene auf allen Ebenen und können damit natürlich auch Rückschlüsse über den Zustand des Ökosystems ziehen. Pi mal Daumen. Wir haben 300 Quadratkilometer Fläche, die wir bearbeiten. Da sind knapp 300 Paare Mäusebussard drauf. Nochmal 20 Paare Habicht, 20 Paare Uhu und ein Dutzend Paare Rotmilan. Diese Dichte ist fast einzigartig in Deutschland. Es ist eine der größten Studien, was die Brutpaaranzahl anbetrifft, weltweit. Und die Fläche, klar, es gibt andere Studien, die haben eine ganz andere Fläche, weil sie aber auch die Greifvögel nicht so dicht dabei sitzen haben. Und deswegen, die läuft seit über 30 Jahren. Und ich glaube, es ist fast schon eine einzigartige Studie, weil sie es eben schafft, Individuen und individuelle Lebensläufe und Populationsökologie zu kombinieren. Relativ schöner Horst. Also das ist, siehst du, Neiden klappt beim ersten Mal. Zack, kommt er runter? Nein. Okay, dann ziehen wir nochmal. Neiden fängt da oben auch Insekten. Die Insekten sind die Vektoren, also die übertragen letztendlich dann die Vogelmalaria, die diese Küken da oben potenziell haben. Ich bin immer schon als kleines Kind in den Wald gegangen und habe mich dann immer darüber geärgert, dass ich nicht wusste, warum diese Greifvögel dann mir immer wegfliegen und wo die hinfliegen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, als Teenager denen hinterher zu laufen und die Horste zu finden, dann die Horste in Karten einzutragen. Damals gab es ja noch kein GPS. Und dann eben zu gucken, wie viele Küken werden da groß. Nicht? Und das haben wir noch vom Boden gezählt. Und dann ging es immer so weiter. Und jetzt letztendlich arbeitet eine ganze Forschungsgruppe dran, dass man versucht, vom Individuum über einen kompletten Lebenslauf bis zur Population eben zu kommen, um zu verstehen, was auf der Populationsebene passiert. Denn das kann man nur verstehen, wenn man versteht, was die Individuen machen. Aber man sieht, dieser Vogel hier ist knapp 4 Wochen alt. Das heißt, der braucht noch so 2,5 Wochen, bis er wirklich selber den Horst verlassen kann und fliegen kann. Wir wollen natürlich wissen, wie alt ist er, in welcher Kondition ist er? Leidet er eher Hunger oder ist er sozusagen sehr gut genährt für sein Alter? Das können wir über die Maße herausfinden. Wir haben eine Blutprobe gezogen. Anhand dieser Blutprobe können wir die genetische Konstitution des Vogels untersuchen. Wir können in bestimmte Parameter des Immunsystems hineinschauen. Wir können tatsächlich den Krankheitsbefall mit Vogelmalaria uns anschauen. Also Vogelmalaria ist eben etwas Ähnliches wie eben Malaria, die auch den Menschen befällt. Nur ist sie eben nicht auf die Tropen beschränkt, sondern sie kommt hier überall vor. Ecto Zero. Also wir versuchen, möglichst viel rauszukriegen, in welcher Umwelt wachsen diese Küken erstmal auf und dann natürlich den Rückschluss zu ziehen, naja, und was bedeutet das für den späteren Lebenslauf? Was unterscheidet Vögel, die eben es hier schaffen, dann sich wirklich fortzupflanzen? Und was haben die anderen falsch gemacht, die vielleicht im ersten Jahr den Winter nicht überlebt haben? Kann man da von der frühen Entwicklung schon irgendwas ablesen? Und das kann man. Was ich mir angucke, ist einfach, wie unterscheiden sich die Individuen. Also ein Mäusebussard kann man nicht einfach so charakterisieren, dass sie alle die gleichen Waldstrukturen bevorzugen oder an den gleichen Bäumen ihre Nester bauen. Und das sind große Unterschiede da. Es gibt einige, die wirklich dann in der Feldflur in kleinen Feldgehölzen nisten, während andere in größeren Waldstücken sind. Und wir haben jetzt dann einfach die Möglichkeit, eben genau zu gucken, wie unterscheiden sich diese Individuen? Gibt es vielleicht auch Effekte, dass man eben voraussagen kann anhand des Brutplatzes, wo ein Jungvogel groß wird, ob er dann später ähnliche Strukturen bevorzugen wird oder nicht? Und ja, von der Perspektive her sind wir wirklich dann jetzt dabei, eben nicht nur die Population als Ganze anzugucken, sondern eben auch einzelne Individuen zu verfolgen. Eben von der Geburt an, dann über die Flügelmarken haben wir die schöne Möglichkeit, eben nachzuvollziehen, wo sie sich ansiedeln und auch wann sie das erste Mal brüten werden. Man muss, bevor man überhaupt Vögel markiert, eben genau darüber nachdenken, dass man eben denen nicht zumutet, was eben zu viel wäre. Aber zum einen wirklich diese Flügelmarke ist ein absolutes Leichtgewicht, was den Vogel auch anscheinend nicht beim Fliegen wirklich stört. Also man beobachtet natürlich auch bei den Greifvögeln, dass sie dann eben jedes Jahr auch einen Teil der Federn mausern. Und dann sind eben viel, viel größere Lücken auch zum Teil im Flügel. Und auch damit kommen die ganz gut zurecht. Also ich glaube, dass da eben schon die Auswirkungen gerade so auf die Flugfähigkeiten sind wirklich sehr gering. Kommt hoch! Diese Studie ist eben Teil vom Sonderforschungsbereich Transrego 212. Das heißt, da geht es um die individualisierte Nische. NC3 ist eben die Abkürzung. Das heißt, wie können sich Individuen
in ihrer persönlichen Nische einrichten? Was führt dazu überhaupt, dass sie eine persönliche Nische haben, eine individualisierte Nische, wie wir sagen? Und was sind die Konsequenzen davon? Und da ist der Bussard eben ein Teilprojekt, wo wir uns diese Nester anschauen als Standpunkt, als Aufwachspunkt mit den Konsequenzen. Und andere Projekte arbeiten zu ganz anderen Tierarten, von der Antarktis bis zu Laborstudien, um eben zu sagen, okay, was macht das Individuum zum Individuum?